Eine bedeutende Wende in der anfänglichen Europa-Euphorie der österreichischen Bevölkerung und Regierungsmitglieder brachte die Nationalratswahl im Oktober 1999. Die SPÖ wurde stimmenstärkste, die FPÖ zweitstärkste Partei. Daraufhin demissionierte die SPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung Klimaschüssel und Bundespräsident Thomas Klestil betraute die Koalitionsregierung mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung. Bereits damals rief eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ internationale Reaktionen hervor. Allen voran Israel. Als die SPÖ und ÖVP sogenannte Sondierungsgespräche zu führen begannen, häuften sich kritische Äußerungen über eine FPÖ-Regierungsbeteiligung bereits seitens europäischer Staats- und Regierungschefs. Nachdem die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP gescheitert waren, nahm die ÖVP am 25. Jänner 2000 die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ auf. Darauf reagierten viele EU-Staats- und Regierungschefs, das Europäische Parlament und auch Israel mit Empörung. Schon am 27. Jänner 2000 riet der belgische Außenminister Jean Michel zur Einberufung einer Sitzung des EU-Außenministerrates, wo man die Konsequenzen einer möglichen Regierungsbeteiligung der FPÖ besprechen wollte. Die belgische Regierung forderte den portugiesischen EU-Ratsvorsitzenden António Guterres auf, wegen der bevorstehenden Regierungsbildung ÖVP-FPÖ gemeinsame Reaktionen zu zeigen. Sämtliche EU-Staaten, mit Ausnahme Österreichs, wurden per Fax die geplanten Maßnahmen übermittelt. Der spanische Ministerpräsident José María Aznar teilte Bundespräsident Klestil seine Bedenken bezüglich einer FPÖ-Regierungsbeteiligung telefonisch mit. Klestil betonte, weder ÖVP noch FPÖ einen Regierungsauftrag erteilen zu wollen. Am 31. Jänner 2000 informierte Premierminister Guterres Bundespräsidenten Klestil, dass die 14 EU-Staaten Maßnahmen für den Fall der Beteiligung der FPÖ an der Regierung beschlossen haben. Die 14 EU-Staaten erkannten die neue österreichische Regierung nicht an. Sie unterstützten auch nicht die österreichischen Kandidaten bei der Aufnahme in internationale Organisationen und mit den Botschaften verkehrte man auf technischem Wege. Im Hintergrund der Sanktionsgeschichte war sicherlich die Befürchtung, die im linken Zentrum Europas gehegt wurde, dass also die Sozialdemokraten überall durch Mitte-Rechts-Koalitionen aus der Regierung gedrängt würden. Ausgemacht wurden diese sogenannten Sanktionen in einem Hinterzimmer bei der Shoah-Konferenz am 26. Jänner 2000 in Stockholm. Da war eine große Konferenz der Sozialistischen Internationale und da hat man in einer Pause der Veranstaltung die Entwicklung in Österreich besprochen und da wurde zwischen Hollande, Frankreich und Michael Steiner, Gerhard Schröder, Deutschland, wurde gesagt, da müssen wir etwas tun. Mhm. Und Chirac hat sich dem angeschlossen und dann kam es zu diesem Scherbengericht. Ich hatte Verständnis, dass die Europäische Union reagiert. Ich hatte nicht Verständnis, wie sie reagiert hat. Es war ein bisschen von oben herab, es war belehrend und hat eben auch dazu geführt, dass man in anderen Fällen, siehe Italien, dann wieder zu zurückhaltend war, weil man gesehen hat, hoppla, da gibt es einen Widerstand. Wir sehen auch bei Ungarn jetzt, dass die Kommission auf Druck des Parlaments relativ weit versucht zu gehen, aber auch Herr Orban das alles abschmettert. Also wie gesagt, all die Aussagen, die damals Herr Haider getan hat und die potenzielle Gefahr für den Erweiterungsprozess etc. waren natürlich etwas, was in der Europäischen Union auf große Skepsis gestoßen ist. Daher musste man reagieren.
aber man hätte vielmehr das in einem Dialog mit der Bevölkerung machen müssen, erklären, warum es geht, warum man Misstrauen hat, die dann zum Großteil nicht eingetreten sind, aber vielleicht auch aufgrund einer scharfen Reaktion, die letztendlich dem damaligen Bundeskanzler Schüssel geholfen hat, die FPÖ im Zaum zu halten, auch wenn er natürlich massiv gegen die Sanktionen aufgetreten ist. Wie war die Stimmung im Europaparlament? Sie war zuerst sehr negativ, natürlich auch von den Ländern, die selber rechtsnationale Parteien hatten und die Angst hatten, dass das ein Dammbruch ist, dass mit dem Eintritt der FPÖ in die Regierung, jetzt auch in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden, solche rechte Parteien in die Regierungen kommen. Das war sehr negativ, aber wir haben doch durch unsere Position, in der wir erklärt haben, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Regierungsbildung, aber dass man jetzt nicht Österreich als ein faschistoides Land darstellen soll und dass man nicht die Besuche unterbrechen soll, sondern im Gegenteil nach Österreich kommen soll und mit den Menschen reden soll und erklären, worum es geht, wesentlich dazu geführt, dass das nach einer kurzen Schrecksekunde gewissermaßen dann wieder ins normale Lot gelaufen ist. Österreich hat sich ungerecht behandelt gefühlt, und zwar nicht nur die Protagonisten der damaligen Regierung, sondern auch das gesamte österreichische Volk. Also wir hätten das damals nicht durchgestanden, hätten wir nicht eine sichere Mehrheit der Österreicher hinter uns gehabt. Am 4. Februar 2000 erfolgte die Angelobung der ersten ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung der Zweiten Republik durch einen sichtlich verärgerten Bundespräsidenten. Gleichzeitig wurden die Maßnahmen in Kraft gesetzt. Österreich schien in der Welt isoliert, weshalb man eine Volksbefragung über die EU-14-Maßnahmen abhalten wollte. Analog zu diesem Plan beauftragte Guterres den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, Lucius Wildhaber, drei Personen auszuwählen, die einen Bericht über die Haltung der österreichischen Regierung bezüglich der gemeinsamen europäischen Werte und insbesondere bezüglich der Rechte von Minderheiten, Flüchtlingen und Einwanderern sowie die Entwicklung der politischen Natur der FPÖ erstellen sollten. Wildhaber antwortete zwei Tage später am 29. Juni 2000, den Auftrag nur dann erfüllen zu wollen, wenn Österreich diesem zustimme. Bundeskanzler Schüssel erklärte sich bereit, mit den sogenannten drei Weisen kooperieren zu wollen. Bei diesen drei Weisen handelte es sich um den finnischen Ex-Staatspräsidenten Martti Ahtisaari, den ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission für Menschenrechte und Völkerrechtler Jochen Frohwein aus Deutschland und um Marcelino Oreja, ehemaliger spanischer Außenminister und ehemaliger Generalsekretär des Europarates und Kommissar. Und ich habe eigentlich die Idee, drei Weise zu holen, war also meine eigene Idee, innerhalb der Europäischen Volkspartei, wo es ja auch solche Leute gegeben hat, die gesagt haben, das wollen wir die Österreicher ausschließen. Andere haben massiv dagegen gehalten und gesagt, passt auf, kommt zu uns, drei Leute eures Vertrauens, ich mische mich überhaupt nicht ein, nehmt wen immer ihr wollt, wir geben euch alle Informationen, schaut euch das an, bildet euch selber ein Urteil und dann reden wir weiter. Das war nach zwei Monaten, war das in der EVP vorbei. Und das gleiche Modell habe ich dann auch dem damaligen Ratspräsidenten Guterres, ein portugiesischer Regierungschef, empfohlen, der zufällig auch gleichzeitig der Vorsitzende der Europäischen Sozialdemokratie war. Und ich habe gesagt, Tonio, that's it. Das war ein successful example, take it and make your own decisions. Und so ist es auch gekommen, also ein halbes Jahr später war das ganze Geschichte. Ich meine, wir haben da sehr konsequent die Gegenmittel entwickelt. Mhm. Also wir haben de facto, dadurch, dass wir eine Volksbefragung über eine Frage im europäischen Vertrag angekündigt haben, haben wir den anderen Staaten die Rute ins Fenster gestellt, dass wir den Europäischen Verfassungsvertrag nicht ratifizieren könnten. Mhm. Und das hat gewirkt. Das hat gewirkt. Und es haben natürlich auch die deutsche CDU, also Schäuble als damaliger Parteivorsitzender der CDU und Stoiber als damaliger Chef der CSU, haben natürlich schon gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Mhm.
Also das ist dann sehr schnell gegangen. Romano Prodi war ja damals der Kommissionspräsident. Mhm. Der hat mir immer versichert, also die Kommission steht selbstverständlich hinter dem Mitglied Österreich und wird sich in keiner Weise an den Sanktionen beteiligen. Ich habe das natürlich dann auch schon ausgetestet. Nicht? Wir haben ja zum Beispiel, als ein europäischer Vertreter in einer internationalen Finanzinstitution zu bestellen gewesen wäre, habe ich den Finanzminister angewiesen, sein Veto einzulegen. Mhm. Alle waren entsetzt. Mhm. Ich sagte, ja, wir sind nicht kontaktiert worden, man hat mit uns bilateral nicht geredet. Mhm. Ja, aber das geht ja nicht wegen der Sanktionen. Ich sagte, da gibt es keinen Beschluss. Ja, daraufhin hieß es also gut, also der Finanzminister wird informiert darauf und hat gesagt, na, das ist mir jetzt nicht genug. Jetzt will ich als Regierungschef sowohl vom Kommissionspräsidenten wie vom deutschen Vorsitz informiert werden. Und daraufhin ist er zähneknirschend der damalige deutsche Finanzminister erschienen mit Kommissionspräsident Prodi, der natürlich eher geschmunzelt hat. Und wir haben uns eine halbe Stunde angehört, wie die Vorzüge des deutschen Kandidaten sind. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ja, keinen Einwand, das ist eigentlich ein sehr vernünftiger Vorschlag. Jetzt stimmen wir zu, nachdem wir bilateral kontaktiert worden sind. Und in Hinkunft werden wir das jetzt immer so handhaben. Daher war natürlich dieser Warnschuss nicht zu überhören. Die drei Weisen legten schließlich am 8. September 2000 ihren Bericht Jacques Chirac vor, der zu diesem Zeitpunkt die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Darin empfahlen sie die Aufhebung der Sanktionen. Die Weisen stellten Österreich ein sehr gutes Zeugnis aus. Nicht nur die gemeinsamen Werte der Europäischen Union würden zur Gänze erfüllt, sondern Österreich erbringe vor allem im Bereich der Rechte nationaler Minderheiten im Vergleich mit anderen europäischen Staaten überlegene Leistungen. Hinsichtlich der Beschreibung der FPÖ kamen die Weisen zum Schluss, dass die Partei durchaus als rechtspopulistische Partei mit radikalen Elementen zu bewerten sei, man aber hoffe, dass sich in weiterer Folge innerhalb der Partei eine neue Richtung bilden werde. Schließlich hätte die Aufrechterhaltung der Sanktionen für die Weisen kontraproduktive Wirkung, weshalb sie empfahlen, diese aufzuheben. Israel hat erst wieder im Sommer 2003 seine diplomatischen Beziehungen mit Österreich aufgenommen, indem es wieder einen Botschafter für Österreich bestimmte. Fest steht, dass Österreich durch die Sanktionen einen internationalen Gesichtsverlust hinnehmen musste. Die sogenannten Maßnahmen waren nach meiner Auffassung klar europarechtswidrig. Ich hatte das im Max-Planck-Senat gesagt und habe es Professor Wildhaber gegenüber wiederholt, als er mich anrief. Es war deswegen für mich entscheidend, dass wir uns dazu nicht zu äußern hatten. Es steht im Bericht ausdrücklich drin. Da ich die Maßnahmen für rechtswidrig hielt, sah ich sie nicht als sinnvoll an. Der Rat war eine Exit-Strategie, die ich für sinnvoll hielt. Unser Bericht enthält einige Feststellungen zu problematischen Äußerungen von FPÖ-Politikern. Ich bin froh, dass sich die Rechtsprechung zu politischen Beleidigungsverfahren in Österreich geändert hat. Unter Berücksichtigung heutiger Probleme in einigen EU-Staaten erscheinen die Maßnahmen besonders fragwürdig. Ja, eigentlich war es keine Sanktionspolitik der Europäischen Union, das muss man immer wiederholen, sondern es war eine Sanktionspolitik von 14 Mitgliedstaaten und Regierungen. Die EU in ihren Institutionen selber hat die Sanktionen immer abgelehnt. Das muss unbedingt festgehalten werden. In Wahrheit war es ein Art Isolationsversuch einer einseitigen politischen Ausrichtung unter den Mitgliedstaaten auch und hat letztlich das Problem nicht gelöst. Es hat der Europäischen Union letztlich die Notwendigkeit eines in Zukunft rechtsförmigen Verfahrens klargemacht. Und das ist auch jetzt wegen Verletzung europäischer Werte in der europäischen Vertrag drinnen, ist aber ein sehr schwerfälliges Verfahren geworden. Und ich glaube nicht, dass es je wieder angewendet wird.